Grüß euch in der Baumschule Braskert, hier bei uns im Dulnerfeld, wo wir auf über 80 Hektar Regionalpflanzen produzieren. Wir sind hier auf einem Alleebaumfeld. Nur, was ist eigentlich ein Alleebaum? Ein Alleebaum ist ein Baum, der hat einen 2 Meter hohen Stamm und fängt dann erst mit der Krone an. Und was wir alles für Arbeitsschritte haben, damit das in 3 Jahren mal so ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Als erstes wird der Boden mit einer Fräse so vorbereitet, dass er möglichst einheitlich ist. Die jungen, frisch geschnittenen Bäume werden aus dem Kühlhaus auf einen Traktor geladen und zum Feld gebracht. Ein Gärtner kontrolliert ein letztes Mal die Qualität und führt etwaige Schnittmaßnahmen durch, bevor die Bäume dann auf die Pflanzmaschine übergeben werden. Die Pflanzmaschine pflügt einen Kanal in den Boden, in welchen dann die Bäume eingesetzt werden. Wenn die Bäume im richtigen Abstand eingesetzt sind, wird dieser Pflanzkanal dann wieder verschlossen. Ein Mitarbeiter richtet die frisch gepflanzten Bäume gerade und drückt die Erde fest an. Zum Schluss bekommt jeder Baum noch einen Verbissschutz und einen Bambusstecken, an dem er gerade gebunden wird. Jeder Baum wird dann an einem Drahtseil verankert und es wird eine Bewässerungsanlage installiert. Falls ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, schaut gern bei uns auf der Homepage vorbei oder im Onlineshop. Oder ihr kommt direkt in die Baumschule und geht auf unserem Schritteweg spazieren.